Willkommen zum neuen Let's Test auf meinem Kanal. Ich bin euer Ferobot. Wir spielen heute Summer in Mara. Epolog. Wie kann man den spielen auf Steam? Und ja, ich spiele mal im Controller, weil es keine Maussteuerung schon mehr gibt. Die kommt am 16. Juni raus. Den Epolog ist kostenlos als Demo-Version. Erinnert mich als erstes so ein bisschen an My Time at Portia, hieß es, glaube ich, das Spiel. Also grafisch finde ich es schon mal nett. So, wir dürfen uns drehen, okay. So, wir können also Assassin's Creed machen. Okay, holy shit. Ah. In Assassin's Creed. Gut. Sieht sich ein, okay, wirkt ein bisschen komisch. Haben wir was? Ne. Mit der... ist echt eine Fischfrau, okay. Ist aber auf Deutsch. Kua, warst du schon wieder auf dem Dach? Nein, ja, ja. Ich hab dich doch gerade runterkommen sehen. Gibt's etwas, das ich für dich tun könnte? Auf der Insel gibt es immer etwas zu tun. Wir brauchen Orangen, um Saft fürs Frühstück zu pressen. Ich bin zu alt, um sie selbst zu holen. Orangen für die Damen, aber natürlich. Sammle 3 Orangen, um Saft fürs Frühstück zu pressen. Mal können wir sehen. Kann man sehen, hier ist doch Zeug. Hm. Ist klar. Ich nehme die oder so. Hm. Ich brauche was, um die Truhe zu öffnen. Schlüssel, ja. Er arbeitet für viel, aber die passt immer auf, dass ich nicht in die gefährlichen Sachen komme. Ja, was ist denn gefährlich? Säge oder was? No name. Sie düngen schon oder wie? Ah. Mm. Hä? Hm. Wenn die Schokolade eine Pflanze wächst, daraus bestimmt eine neue Schokolade. Auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall schon mal uns um die kümmern, weil ich habe kein Essen für dich. Warum haben wir denn sein Essen hergehabt? Oh Gott, jetzt mögen sie mich und laufen hinterher. Geil. Oh. Okay, hier haben wir die Orangen. Schlagen. Okay, warum die Saat her? Das Springen wirkt sehr komisch. Oh, hier können wir laufen. Wir haben das Küken. Noch eine Orange. Was? Ein Wildschwein. Ah, wir können Wildschweine füttern. Läuft es mir jetzt auch hinterher? Mag mich auf jeden Fall lassen. Boot. Okay. Mal ganz straight zurück. Ich kann auch höher fliegen. Hier hast du die schönsten Orangen der Insel. Danke dir sehr. Hm, die Saft ist köstlich. Ich fühle mich voller Energie. Das freut mich zu hören. Vergiss nicht, Koa. Mit Speis und Trank gewinnst du jedes Herz. Jetzt müssen wir ein neues Ackerfeld vorbereiten. Gut, ich schaue dir vorher erst zu. Oh nein, nein, du bist doch schon ein großes Großkind. Das kannst du auch selber. Nimm dir eine Hake und bereite das Feld vor. Danach kannst du diese Kortensamen einpflanzen. Zum Schluss musst du noch Wasser aus dem Brunnen holen und die neuen Pflanzen angießen. Musst du nach und duschen gehen? Wenn du dich schmutzig machst, ja. Ja, ja, es gibt doch immer etwas Schmutz an mir. Okay, das haben wir mal als Rezept. Hacke. Okay. Wähle die Hacke aus. Ja, wie wähle ich denn die Hacke aus? Ist die Frage. Ah, muss man doch mit Tastatur machen, weil. Ja.
Noch besseres. Ja, okay. Ah, guck mal hier, jetzt können wir nämlich hier rumscrollen. Aha. Das kann man bauen, ne? Hier. Warte. Säen ist sammeln. Gerade richtig. Pflanzen. Hol Wasser aus dem Brunnen. Die Felder sehen nach Assad so toll aus. Ratsam. Strange, wie wir es machen, aber wir haben es. So. Alles fertig, Madame. Gut, jetzt brauchen wir etwas Feuerholz. Ich habe aber leider meine alte Axt verloren. Wir müssen wohl eine neue anfertigen. Kann ich das machen? Aber sicher, warum nicht? Du brauchst nur einen Stein und ein bisschen Holz. Toll, dann habe ich meine erste eigene Axt. Wir werden sehen. Nimm die Material, geh ins Haus und bau in der Werkstatt die Axt. Danach treffe ich Leute aber im Baum. Okay. Gut, dann gehen wir mal ins Haus. Okay, es ist noch ein bisschen komisch, sage ich mal. Zack. Muss ja vorsichtig sein. Die ist sehr scharf. Aha, hast du jetzt Schleifen gelernt, oder was? Lol. Okay. Kann ich dich füttern? Ja, leider nicht. Nicht gehabt. Ich kein Dünger. Hören, okay. Getötet. Dann ist in unserem Inventar. Nee. Kein Ding an unserem Inventar. So, okay. Mit Steuerung lässt sich echt viel besser arbeiten. Ich die hier reinscheuchen? Okay. Love me. Komm mit. Ja, fein. Wir können. Ich habe das Schwein eingefangen. Ja, schau dir die Axt an. Gut, als erstes müssen wir diesen Baum fällen. Oh, der Baum tut mir leid. Tut mir auch. Aber wenn wir der Natur etwas nehmen, müssen wir auch etwas zurückgeben. Wir leben in Mara. Der größte Ozean, der uns umgibt, ist voller Leben. Wenn wir die Natur für uns nutzen, ist es auch unsere Pflicht, sie für die Dinge zu entschädigen, die wir uns genommen haben. Wir sind Teil dieses Kreislaufs. Chor, nichts von dem, was du siehst, gehört dir. Mara hat es uns nur geliehen. Das gefällt mir. Soll ich den Baum jetzt fällen? Sagt man. Danke, lieber Baum. Nimm einen Samen. Wenn du mit dem Baum fällt hast, pflanze den Samen irgendwo auf der Insel ein. Das ist ein fairer Tausch. Okay. Dann. Axt her. Zack, zack. Weg damit. Alles meins hier. So. Kann ich denn. Wie kann ich ihn jetzt nutzen? Die Steuerung ist echt sehr kompliziert. Ich kann nichts damit machen, ne? Ja. Ja, eine Mission, okay. Wie pflanze ich den Samen ein?
würde dir diese Aufgabe nicht geben, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass du sie erledigen kannst. Ja, aber wie... Au. Wie kann ich diesen Samen jetzt nehmen und... Oh. Ja, ich kann ihn einfach nicht nehmen. Tut mir leid. Nicht wie. Weiß einfach nicht wie. Warum sieht der Baum gleich besonders aus? Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Jede Menge Orangen. Dann gucken wir mal hier auch. Es wirkt sehr. Er hat gesagt, dass es diese früher Fledermäuse gab. Aber jetzt sind sie weg. Okay. Tja, da ich gerade die Aufgabe nicht weitermachen kann. Machen wir es einfach hier ein bisschen erkunden, wir müssen die Insel. Was haben wir hier? Kümmere dich um das Tor. Sei vorsichtig mit dem Tor. Bla bla bla, die Tür. Okay. Ja. Okay. Nichts, mit dem ich die Flüssigkeit des Quells sammeln kann. Dein Mund zu nehmen. Unten, Muschel. Bam. Ja, eine Muschel bekommen. Bam, bam. Hier. Eine Orange. Darf ich sein? Ich finde das Spiel sehr klein eigentlich. So. Ich will mal gucken, was hier noch passieren wird oder. Also ist verstanden, bleiben wir hier auf der Insel, ne? Die Insel scheint es aber nicht so endlich groß zu sein. Ja. Ich liebe es, aber jetzt muss ich eine Angelroute herstellen. Oh. Wenn den Fisch nicht so fangen, wird so schlecht für. Okay, Tiere können wir alle füttern. Oh. Wir können uns auf ihn draufstellen. Okay. Sonst. Wir dürfen dann hier verschiedene Inseln erkunden mit dem Boot. Wieder was? Eine Ausdauerleiste oder wie? Oh, okay. Sonst? Zum Holz. Die Muschel. Okay, ich habe dafür nicht zu lange schwimmen. Wegen Ausdauerleiste oder was das ist. Okay. Ich würde gerne oben gucken, aber ich darf nicht. Ich will nicht gucken. Würde ich mal ein bisschen. So. Was denn hier? Komm mal. Ja. Ja, ich liebe Song, aber ich brauche einen Angelwurm. Angelwurm, genau. Ich brauche einen Angel. Ja. Willst du mir nicht folgen? Oh, das Schwein, du. So, ja, ich würde ja gerne. Ja, und der folgt mir. Ja. Beide her. Ja. Komm her. Komm. Volle Schweine. Aha. Beide gefangen. Und der King. So. Ja. Wie pflanze ich einen Baum?
Das wüsste ich gerne. Bedienelemente, schau nochmal da. Figur bewegen. Aha, Kamera bewegen. Interagieren, benutzen. Ah, mit Q vielleicht. Okay, warte. Zack, zack, zack. Ne, geht nicht. Schade. So. Ah, so. Warum war das jetzt nicht möglich? Nein, ein flacheres Stück lang. Achso. Hier. Ah, hab's geschafft. Geil. Der Baum ist jetzt gepflanzt. Ich hoffe, der wird richtig groß. Wenn du dich gut um ihn kümmerst, wird er bestimmt riesengroß. Ich werde jeden Tag gießen, ja. Also gut, Cole, möchtest du ein neues Rezept lernen? Wir machen heute Orangenmarmelade. Das Rezept ist einfach. Geh nach Hause, die Küche bereitet es zu. Okay. Dann machen wir das dann mal. Baue eine bessere Hacke. Okay. Noch einen besseren Hammer. Warte. Und hier kommen wir auch noch nicht ran. So, Küche, sagte sie ja. Orangenmarmelade. Naja, ist lecker. Ich werde ja etwas davon bringen. So. Leider nichts zu finden für euch. Really sorry. Also mögen mich alle. Oh. So. Muss ich eigentlich noch gießen? Wo ist sie denn? Ach, da. Ach, jetzt kommen wir zum Angeln. Ja, probieren wir mal die Marmelade. Oh, es gibt es Fisch zum Abendessen. Es kommt darauf an, ob sie anbeißen oder nicht. Wir werden sehen. Hast du Lust, leckeren Fisch zu kochen? Dann hör gut zu. Ich gebe dir das Rezept. Du brauchst einen Frisch- und Flosswels. Dann schneidest du ein paar Karotten. Warum kommen nie Piraten hier vorbei? Wieso denkst du jetzt daran, hä? Dann fügen wir. Hey Jagger, warum kommen nie Piraten hier vorbei? Bitte, hast du mir zugehört? Kann sie vom Berg aus sehen. Sie bleiben immer weit weg und kommen nie hierher. Vielleicht, weil es hier nichts Interessantes für sie gibt. Unsere Insel ist winzig. Aber wir haben das Tor und die Quelle. Nio und Nao. Unsere Insel ist wunderschön. Das stimmt, aber wir pflegen die Insel ja nicht für andere. Wir pflegen sie, weil es wichtig ist, sich um sie zu kümmern. Auch wenn ich manchmal weggehe, komme ich immer wieder zurück. Wegen dir und unserem Haus. Und selbst wenn ich einmal weg bin, kann ich nicht aufhören, an die Insel zu denken. Unser Zuhause ist ein Spiegelbild dafür, wie wir über uns selbst denken. Wir müssen uns doch selbst kennen haben, oder nicht wahr? Das stimmt. Nun, worüber reden wir? Über das Abendessen. Ach ja, wo war ich stehen geblieben? Nun, es gibt nun ist es nicht so wichtig. Es wird langsam spät, Cor. Ich brauche Treibstoff für das Boot. Füll den Tank und bringe ihn zum Angelplatz. Natürlich, Madame. Das ist ein neues Rezept. Okay. So, also. Treibstoff. Sammel Treibstoff von der Quelle am Tor. Oh, okay. Das ist also unsere Quelle, unsere Muse. Das ist echt winzig, ne? Dann let's go. Vor allem, was macht hier eigentlich Strom? Wurde oft gefragt. Oder hat sie jetzt über Glühwürmchen eingefangen? Ich habe den Tank aufgefüllt. Jawohl. War schön. Hast du gut gemacht, Junge. So, was haben wir denn hier oben noch? Vielleicht irgendwas? Hier geht es nicht hoch. Ich bin sicher, dass ich die Spitze erreichen kann, wenn ich wirklich schnell renne. Ah, okay. Ui. Ich die Musik kennen. Die Musik, so. Hoffe, dass ich von hier oben noch mehr schöne Boote sehen kann. Sehe hier einfach. Max, Nao und Neo reden nicht viel, aber sie schicken mich auch nicht weg. Okay. Vom Boot sind wir hier gar nicht wieder in eine andere Insel. Darf ich runterspringen oder krieg ich Fallschaden? War nicht, okay. Ja,
Ja, mit der Orange. Hallo, die Orange haben. So, Schweine sind hier eingefangen. Gut gemacht, springen. Ui. Und pass auf dich auf, Jaja. Weißt du noch, worum ich dich gebeten hatte? Danach, wonach du hast mich gefragt. Schokolade, wenn du hier bleiben willst, kann ich das Boot nehmen und welche kaufen. In ein paar Jahren kannst du mich vielleicht in die Stadt begleiten. Das Meer ist sehr gefährlich. Versuch nie allein mit dem Boot hinauszufahren. Was mit dir? Naja. Also schön, ich erlaube dir alleine zu fahren. Nein, ich wollte mit. Und was machen wir jetzt? Ich werde eher ein Abendessen kochen und sie überraschen. Am besten probiere ich leckeren Fischrezept aus. Mal sehen. Erstmal muss ich einen Rohlachs im Teich fangen. Wir hätten mir die Range mitgenommen. Ich brauche. Ich brauche ein paar Material. Oh. Jetzt haben wir einfach das Rezept selber jetzt ausgedacht. Warum können das nicht immer Leute machen und spielen? So, ich brauche eine Angel. Eigentlich ist das schon eine Schnur und ein Holz. Deswegen. So, Holzangel. Wir brauchen Matschwimmer. Ja, dann schicken wir den mal her. So, können wir Werkzeuge herstellen. Zack. Jetzt habe ich einen Angel. Ich sollte sie direkt im Teich ausbilden. Wie war noch gleich das Rezept? Fisch. Ein paar Karotten. Habe ich nicht zugehört. Naja, wie auch immer. Wird reichen. Oh, so, es fängt an zu dämmern. Okay. Dann. Ist ein Angel. Cool. So. Achso. Lol. Das war's. Okay. Müll. Ah. Okay. Und okay, können wir noch andere Fische hier fangen? Dann könnten wir auch noch fangen. Wahrscheinlich brauche ich dafür dann eine bessere Angel oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Nein, ich habe keine Köder, um hier zu fischen. Ah, oh, okay. Kannst du nicht hier rausnehmen? Nein. Schade. Ja gut. Spiel ist von der Steuerung ein bisschen merkwürdig. Man denkt erst, man soll mit dem Controller spielen wegen dem Menü und dann merkt fest schon mal fest, ja, der Controller, man kann zwar steuern und so weiter, aber es sind nicht mal die Hälfte der Sachen belegt dadurch. Oh. Merkwürdig. So, Fische. Wir können leckeren Fisch machen. Das sieht nicht wirklich lecker aus. Ich hoffe, dass es wenigstens essbar ist. Oh nein. Wenn es zu dunkel wird, bin ich eher nicht mehr zurück. Ich muss das Feuer auf dem Berggipfel anzünden, damit es den Weg findet. Ich brauche noch meine Fackel, das ist einfach. Ja, hat einen Ball auf den Mann, okay. Warum gehe ich dann hier hin, wenn ich eine Fackel... Gut, die Fackel ist fertig, ich muss vorsichtig sein, Feuer ist gefährlich. Ah, es wird dunkel. Es ist Zeit, das Feuer auf dem Berg anzuzünden. Gut, dass ich daran gedacht habe. Bist du gewissenhaft, Koa? Mein Junge, du bist merkwürdig. Was schlafen die? Oh, sie schlafen. Wird hier raus? Ah, ein bisschen Holz, okay. Manche schlafen auch. So. Okay, ja. Fackeli, 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 du. Aha. Nee, ja. Nee. Rot. Machen wir alles an hier.
Ja, Charlie etwa. Ich glaube, ich kann ja von hier aus sehen. Bin froh, dass sie sicher angekommen ist. Ich hoffe, sie hat meine Schokolade mitgebracht. Ja, sind wir jetzt schon da? Muss ich ja sparen können mit dem Licht eigentlich, ne? Ich mal behaupten. Weil wenn es Herzen gibt, müssen wir irgendwie noch am Ende kämpfen oder so, ne? Oder? Meine ich das noch? Was ist denn das hier? Hier drin schwimmen? Können wir sogar. Ah, komm, da können wir sogar ohne Probleme schwimmen. Nimm ich mal jetzt Ausdauer weg oder so. Gut, was geht ab? Hey, ja, hast du mich schon gemacht? Die hab ich vergessen. Wie schade, ja. Bitte hätte ich das gewusst, hätte ich kein Erdnussbissen gekocht. Was haben wir denn gekocht? Ja, der Fischrezept, das du so gerne magst. Ist nicht sehr gut geworden. Das hat mich nicht besonders inspiriert. Das ist schon in Ordnung. Tut mir leid, ja. Keine Sorge, Cole. Es war dein erster Versuch. Das ist normal. Talent muss gefördert werden. Du machst den Meister. Fürchte dich niemals davor, zu scheitern oder falsch zu liegen. Mach einfach morgen wieder Abendessen, dann übermorgen und dann überübermorgen. Bis es alles klappt. Lauf niemals vor deinen Fehlern davon. Nächstes Mal mache ich es besser. Genau. Komm zum Tor der Wächter. Warum? Ich möchte dir etwas sagen. Aber nimm zuerst diesen Schlüssel und hol mir die Kristallkugel aus meiner Truhe. Aus deiner Truhe? Ja. Du hast mir noch nie erlaubt, in deine Truhe zu schauen. Heute machen wir eine Ausnahme. Wir treffen uns am Tor. Okay. Was ist hier los? Wird sich etwa verrotten. Ich bin in Wirklichkeit nur ein Geist und du bist die ganze Zeit alleine auf der Insel. Wieso was? Ist auch noch eine Krabbe. Oh, kein Essen mehr für dich. Aber da kann ich auch noch fischen. Noch ein Fishing-Spot. Ein Plattfisch. Lol. Auch noch was? Ein Kaktus, okay. Guck mal, eine Muschel. Mehr kleiner Freund, ich hab was für dich. Was ist denn hier? Noch eine Muschel. Mehr. Will ich füttern? Mit aufstehen. So, was bringt es eigentlich, dass wir das ganze Zeug hier sammeln? Na gut, holen wir uns erstmal die Kristallkugel. Jetzt passt das letzte Test hier von doch länger als erwartet. Aber wahrscheinlich ist der Produkt dann eh gleich vorbei. Mich jetzt zu erwarten. So, hier ist der Kristall. Die Truhe ist voll mit Kleinigkeiten von mir. Heute eine Menge Brief und Papier. Marco bewahrt alles auf, aber nichts Wertvolles. Ich werde Jaja den Kristall bringen. Das sieht doch schon aus. Gut, let's go. Wahrscheinlich weg, jawohl. Wie wir es erwartet hatten. Der Mann mit der Axt im Wald. Hihihihi. Aber wir brauchen natürlich das Leuchten an uns scheinbar. Gut, dann. Auch eine bessere Hacke. Okay. Was wolltest du mir sagen, ja? Erinnerst du dich an die Geschichte über die Wächter? Ja. Die Beschützer des Meeres und des Tors, genau. Wann auch immer diese Insel einer Bedrohung ausgesetzt war, versammelten sie sich hier und öffneten das Tor mit Hilfe des Kristalls. Öffnet sich das Tor irgendwann wieder? Nur wenn Mara in großer Gefahr ist. Sie wird sich öffnen, wenn die vier Kristalle hier eingesetzt werden. Wie vier Schlüssel. Ich wünschte, ich könnte sehen, was sich hinter ihr verbirgt. Jetzt ist dafür nicht der richtige Augenblick. Was ist mit den Wächtern geschehen? Sie sind nach und nach verschwunden. Nur wenige begriffen ihr Werk. Das ist traurig. Ich glaube, dass die Welt durch die Zusammenarbeit zwischen den Leuten angetrieben wird. Siehst du die Spirale auf dem Tor? Die Punkte sind voneinander getrennt, aber die Spirale verbindet sie alle. Wind von Mara. Stimmt. So wird, so wie wenn du mich um etwas bittest und ich dir helfe. Ja. Auch wenn du immer wieder beklagst. Naja, ich würde am liebsten nichts tun. Liegst du denn nicht gerne einfach im Gras? Natürlich, wer denn nicht? Es ist jedoch sehr wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Wenn einer dieser Punkte verschwindet, wird alles zusammenbrechen. Boah, du musst anderen helfen, immer. Wie? Indem du ihnen gibst, was sie brauchen, oder einen Samen einpflanzt. Jede Tat, so klein sie auch scheint, kann anderen nützen.
müssen wir allen helfen, selbst wenn sie gemein sind. Es gibt gemeine Leute, die verloren sind und Hilfe brauchen. Aber es gibt auch Leute, die wirklich gemein sind. Wie kann ich den Unterschied erkennen? Das erkennst du, wenn du ihn in die Augen siehst. Lade sie zum Essen ein. Sagst du oft, ja, ja. Mit Speis und Trank gewinnst du jedes Herz. Das stimmt auch, Koa. Vergiss das nicht. Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Jetzt schon, der Tag ging wirklich schnell vorbei. Gute Nacht, kleine Wächterin. Oh. Ich dachte, wir wären ein Typ. Ups. Wir sind ein Vibe. Hoppala. I'm sorry. Ja, die Info kann auch weggehen jetzt. Danke. Schlafen. Ist der Prolog jetzt vorbei? Oh! Cool, dass wir so eine richtige Zwischensequenz haben. Sieht cool aus. Aber es sieht komplett anders aus zu der Insel, die wir vorher hatten. Oh, ein Hakenschiff. Achso, jetzt ein Trailer. Okay, wahrscheinlich müssen wir das alles gegen Piraten verteidigen, oder wie? Wir dürfen noch mit dem Boot fahren. Ich dachte, tauchen! Wir sehen sogar die Stadt! Es gibt Katzenmenschen, alles klar. Könnte noch besser sein als erwartet. What the fuck? Ich weiß nicht, ob ich mir Spiel holen werde, aber es ist auf jeden Fall beendet, wie ich es mir gedacht habe. Gut, wenn es euch das Spiel gefallen hat, wie gesagt, kann man sich das Steam kaufen. Preis ist noch nicht bekannt, kommt am 16. raus. Oh. Ich bin mal gespannt. Vielleicht werde ich hier noch einen Netztest dazu machen, mal schauen, weil es doch interessanter war, die Steuerung. Wie gesagt, die Steuerung hat mich ja abgestreckt. Und es wirkt alles ein bisschen altbacken, aber vielleicht haben wir echt eine schöne Insel, vielleicht gibt es eine schöne Geschichte. Und vielleicht macht es wirklich Spaß. Mal schauen. Gut, wir sehen uns nächsten Netztest wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Yeah.